bietet sich da Diaz hinten an. Stocker für Suar. Jacques Suar mit der Chance und der Treffer-Tor. 1:0, 10. Spielminute. Hier Stocker, der weiterleitet in die Spitze, ab durch die Mitte. Da findet Suar die Lücke und erzielt seinen ersten Saisontreffer. 1:0 Führung für den FC Basel. Natter, dann Cavusevic. Matis geht mit. Marco Matis, Natter auch in der Sturmspitze jetzt anzutreffen. Cavusevic und er trifft, Ausgleich. Schneller Gegenstoß des Heimteams aus Spitzenwinkel. Ja, und darf sich da Jan Sommer bezwingen lassen. Aus diesem Winkel an der nahen Ecke, Fragezeichen. Ich wage mal zu behaupten, nein. Einen solchen Gegentreffer lässt Jan Sommer eigentlich nicht zu. Carione. Carione! Und wieder Probleme für Jan Sommer. Hier noch einmal die Chance für Carione. Satter Schuss und Alex Frei. Und Lombard lenkt diesen Ball noch an den Pfosten. Tolle Aktion in der 59. Spielminute. Der wäre drin gewesen. Regazzoni, Alberto Regazzoni, Tor 2:1, 71. Spielminute. Alberto Regazzoni, erster Saisontreffer für ihn. Hier setzt er sich durch, fackelt da nicht lange. Und der FC Basel liegt zurück in der AfG Arena mit 1:2. FC St. Gallen, erste Mannschaft, die den FC Basel in dieser Saison bezwingt. 2:1 Sieg vor 18.841 Zuschauern.